Maske bitte ein bisschen schneller, ja? Vorab bei unserem Hauptsponsor für unsere wundervolle Funk. Wir fangen aber von vorne an. Warte. Guten Morgen. Willkommen beim Floss Frühstücksfernsehen. Wir möchten uns vorab bei unserem Hauptsponsor für unsere wundervolle hochmoderne Funkmikrofonie bedanken, der uns über den gestrigen Tag gerettet hat, trotz aller wetterbedingten Widrigkeiten, die auch heute noch vorhanden sind. Allerdings ist unser Hauptsponsor abgesprungen. Es war Mais-Techniks. Wir sind jetzt auf Köpi-Techniks umgestiegen und hoffen, dass wir darin einen ebenso verlässlichen Partner gefunden haben. Wir sind jetzt heute hier immer noch in Schwarzach, Birkenstock, Burgtann. Entschuldigung. Wir haben jetzt mehrere Leute hier bereits gesprochen, die extra wegen den Seizing Floors. Die extra wegen den Seizing Floors. Ich kann das verstehen. Ich verstehe das gut. Ja? Ja. Darf ich Sie mal was unter uns fragen? Ich hasse das. Was? Um 7 Uhr geweckt zu werden. Grundlos. Irgendwie war ich mit Mais-Techniks zufriedener. Das war besser in der Handhabung. Was ist das eigentlich für ein Mikrofon? Wo ist ja. denn Ihr Mais-Techniks? Ja, die sind abgesprungen. Unser Hauptsponsor ist abgesprungen. Das kann ja wohl nur an Ihnen liegen. Nein, aufgrund von Beschwerden vom Ketenpersonal. Ja, ja. Sehr verständlich bei Ihrem Benehmen gestern Abend dort. Warte, das ist investigativer Journalismus. Da muss man auch mal unangenehm. Denn wir. Also genau, danke schön für das Stichwort. Floss TV. Denn einer muss die Fragen ja stellen. Zurück nach Oberhausen. Yeah.
in Kürze die extra engagierte Wandergruppe. Guten Morgen. Willkommen beim Flors Frühstücksfernsehen. Wenn Sie kurz anhalten mögen, wir haben schon etwas auf Sie gewartet. Wir sind etwas spät dran. Bestimmt, ja. Wir haben uns in der Löwengrube zu lange aufgehalten. Wir haben uns in der Höhle verlaufen. Man sollte sich niemals in der Löwengrube zu lange aufhalten, aber jetzt sind Sie ja da und das ist schön. Wenn Sie bitte sich ein bisschen der Kamera zuwenden würden. Wir sind von einem unabhängigen Fernsehsender aus Nordrhein-Westfalen und würden Ihnen gerne ein paar Fragen zur Gegend und auch zu dem Festival, das dort oben stattfindet, stellen. Kennen Sie, also wir haben jetzt mit mehreren Leuten gesprochen, die extra wegen den Teasing Floors angereist sind. Nie gehört. Ich weiß nicht, was das ist. Ich kenne die Einrichtung von der Kirche, haben wir schon öfter Seminare hier gehabt, aber ansonsten keine Ahnung. Also Sie kennen die Teasing Floors nicht? Nee, wenn Sie mal deutschen Namen sagen, weiß ich es vielleicht. Aber das Problem ist, die Teasing Floors haben keinen deutschen Namen, weil die Teasing Floors ja Teasing Floors heißen. Aber und die Einrichtung der Kirche, was gibt es darüber zu sagen? Da gibt es jede Menge zu sagen. Wir waren das dort, wir haben Seminare dort, dann gibt es Schulanheim, die Kinder sind dort, Frauenkreise. War es nicht früher so, dass man in der Kirche gebetet hat? Ist diese Zeit vorbei? Wieso? Das ist ja nicht die Kirche, das ist die Einrichtung der Kirche. Und dann lernt Einrichtung der Kirche? Ich dachte, die Einrichtung vom Mobiliar her. Ja, wenn der Mikrofon... Ja, also, Interview macht mich, wenn die Autos auch halten. Ja. Also, jetzt müssen wir aber trotzdem aufbrechen, weil wir müssen weiter, sonst schaffen wir es nicht von unserer Zeit. Ja, aber halten Sie sich nicht zu lange in der Löwen, oder? Sind Sie selber schon wieder? Jetzt müssen wir nach Bolschan rüber zum Mittagessen. Wir überweisen die Daten. Ja, danke. Also, jetzt links rein. Also. Das waren dann nicht die Leute, die wir gecastet haben, oder? So. Ich hab gedacht, der meint am Mobiliar. Thank you.
Stopp!